Ja was, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu Hardcore Tarkov. Wir haben einen scheiß Spawn. Und sehen hier einen Axt da laufen. Und in der Halle wird auch schon geschossen. Wir haben nicht viel Munition dabei, deswegen ist es eigentlich doof, hier jetzt Munition zu verschwenden. Und da schon nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir schauen jetzt mal gleich in die nächste Halle rüber. Okay, hören tue ich gerade nichts. Aber durch den Regen ist es auch schwer zu sagen. Wie im Volge wieder sehr heftige Anfangsphase, aber wie meistens halt auf Customs.
Das sind eigentlich alles Sachen, die ich nicht brauchen kann. Hier ist wieder mal einer durch. Schaut euch diese Scheiße an hier. Jetzt dort durch. Wo ist denn der hin? Ist der wirklich hier raus? Ich glaube, ich hänge ein bisschen. Vorne läuft einer. Oh Mann, diese Runde ist schon wieder Chaos pur. Scheiße. Ach, Kacke, Mann. Oh,
Wo denn? Ja, klar. Ich sehe dich doch nicht mal. Gut tot. Leck mich fett, jetzt ist schon wieder einem vorbeigelaufen. Was soll mir noch einer sagen, in Tarkov passiert nichts. Oh shit, ne SKS. Wir brauchen die Munition. Kann ich nur hoffen, dass Schmugglerbutter da ist.
Sorry, dass ich so wenig glaube, aber erstens würdet ihr mich wahrscheinlich ganz schlecht hören. Und zweitens bin ich gerade so unter Spannung. Gleich haben wir es geschafft. Ich sag's euch, diese Hardcore-Runden, die sind nur noch krank. Die sind nur noch krank. Hör mir auf. Oh. Bin dann auch echt immer voll fertig, keine Ahnung. Also mehr als zwei, drei solche Runden überstehe ich eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal kurz einen Sturz machen, was haben wir rausbekommen. Wir haben jetzt 4 Schlüssel, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Mac für die AK, aber halt kein Immun dafür. Leider unser Wepper ziemlich leer geschossen, aber dafür haben wir ein bisschen Immun mitgenommen. Wir haben noch eine AK. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Munition sammeln. Dass wir die zwei spielen können. Obwohl wir hier eh zwei volle Magazine haben. Plus hier die AK-105 komplett voll ist. Eine weitere Makarov. Leider aber ohne Moon. Aber da haben wir hier noch ein bisschen was. Wichtigste jetzt glaube ich eine TT. Und da haben wir gleich drei Magazine dazu. Das Problem ist, die Moon findet man eigentlich nicht, aber drei Magazine sind schon mal in Ordnung. Theoretisch hier ein Visier, genau, für die 105er. Macht sie auch mal ein bisschen besser. Ja, die Fall. Was mache ich mit der Fall? Ich krieg die Munition nie. Die findet man nicht, die Muni. Die muss man sich kaufen. Ich liebe diese Waffe. Also es ist eine der geilsten Waffen im Spiel, wie ich finde. Früher habe ich sie nie benutzt und jetzt wirklich eine der geilsten Waffen überhaupt, also aber ich werde es nicht spielen können, deswegen ja, mal schauen, was wir damit machen. Und das hier werden wir mal gleich hier platzieren, genau, dann hat die Wepper ein bisschen Ergonomie und theoretisch könnte man jetzt da sogar, ne, kann man nicht. Ja, dann können wir das verkaufen. Ja, das Schlimme ist halt wieder die Heilung, gell? Das müssen wir uns jetzt aufhören, das ist lieber. Das ist ein Tauschobjekt für einen Rucksack. Und hier haben wir noch ein Magazin für die Makarov. Naja, unsere Weste hat stark gelitten. Aber einmal können wir sie bestimmt noch reparieren. Wieder ein Tuch. 5 dieser Tücher gibt uns eine Packer. Ist doch auch schön.
Weiß jetzt gar nicht, ob ich so glücklich sein soll mit dem Run. Das Einzige, was wir jetzt natürlich haben, sind die drei Scarfs, okay. Aber wir haben die Schrotflinten. Wir hätten ja, glaube sogar zwei mitnehmen können. Aber dazu muss ich fast einen Pistol Run starten und mir dann die Schrotflinten holen, weil ich konnte meine Weapon nicht wegschmeißen, ich konnte die AK wollte ich nicht wegschmeißen. In den Rucksack hätte ich sie nicht reinbekommen. Scheiße, oder? Aber die Schrotflinten holen wir uns noch, das hilft nicht. Unser Levers brauchen wir auch noch. Das verkaufen wir. Quest hier runter. Ja. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, aber ideal war es eigentlich nicht. Da haben wir jetzt eigentlich mehr Arbeit gemacht, als es vorher hatten. Aber anders geht es einfach nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir den Like da, lasst mir einen Kommi da. Und ja, abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Und wer noch nicht abonniert hat, bitte auch die Glocke nicht vergessen, dass ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meiner Hardcore-Reihe. Ich hab's auf jeden Fall. Bis bald. Pfiat euch, servus, Dr. Bü.